Zwei oder drei evangelische Kirchengemeinden schließen sich zusammen. Wie geht das, eine Fusion? Was man dafür alles wissen und tun und lassen muss, zeigen wir am Beispiel der evangelischen Emmauskirchengemeinde Lohmar. Seit 1. Januar 2021 besteht sie und ich bin die Vorsitzende des Gesamtpresbyteriums. Entstanden ist sie aus drei Gemeinden: Hohenrath, da komme ich her, Lohmar und Birk. Also drei Gemeinden im Raum Lohmar. 2018 schon haben wir uns mit der Absicht getragen, die Kirchengemeinden in Lohmar zu einer starken und vielfältigen Kirchengemeinde zu vereinigen. Und der Annäherungsprozess streckte sich dann über mehr als 2 Jahre. Ende 2019 haben wir uns mit Hilfe des damaligen Leitfadens der Landeskirche und mit einer externen Beratung auf den Weg gemacht, eine Gesamtkirchengemeinde zu werden. Keiner der Beteiligten hatte Erfahrung mit den fachlichen oder auch mit den methodischen Anforderungen dieser komplexen Aufgabe. Wir nutzten im Februar 2020 eine Beratung mit unserem Verwaltungsamt zum Thema Finanzen und mussten dabei feststellen, dass die Umsetzung des vorgesehenen Fusionstermins gefährdet wäre, wenn wir nicht einen konkreten Plan aufstellen. Also einen Plan mit Aufgaben, mit den Mitarbeitenden, mit Terminen. Volker Matting machte sich an die Arbeit, alle Aufgaben und Aufgabenpakete in einem Projektplan aufzuschreiben, sie mit Ressourcen und Terminen zu versehen und den weiteren Prozess aktiv zu begleiten. Ich bin im Verwaltungsamt als Controller tätig. Ich hatte die Aufgabe, in diesem Termin mit den Vorsitzenden der Presbyterien und den Finanzkirchmeistern der beteiligten Kirchengemeinden die Offenlegung und Analyse der Jahresabschlüsse der beteiligten Kirchengemeinden zu begleiten. Als ich dann hörte, dass die Schrittfolge für die nächsten Arbeitspakete zu diesem Zeitpunkt nicht eindeutig festgelegt waren, habe ich den Entwurf für eine Projektstrukturplanung gemacht. Ich freue mich, dass ich damit eine gute Orientierung für die weitere Arbeit geben konnte. Die Grundlage für eine gute und erfolgreiche Projektarbeit ist eine verbindliche Struktur. Also erstens klare Aufgaben und Aufgabenpakete, zweitens Verantwortlichkeiten festlegen, drittens Regeln für die Kommunikation und viertens Zeitpläne. Wir brauchen also eine kleine Projektorganisation mit einer Steuerungsgruppe, in der die jeweiligen Presbyterien vertreten sind. Und außerdem braucht es eine Projektleitung, die verantwortet die Führung, die Kommunikation, auch die Dokumentation. Sie haben dann das große Sammelsurium von Themen in 4 sogenannte Teilprojekte sortiert. Diese Teilprojekte lauten Recht und Personal, Finanzen, Identität, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation. Gehen wir sie durch. Recht und Personal. Hier finden sich alle Aufgaben, die mit dem rechtlichen Übergang der Kirchengemeinde auf die neue Körperschaft zu tun haben. Also alle notwendigen Beschlüsse und die entsprechenden Vor- und Nachbereitungen dazu. Das Arbeitspaket Personal beschäftigt sich mit Fragen des korrekten Betriebsübergangs sowie auch Ausführungen zur Personalplanung. Zweitens, Finanzen. Die Finanzkirchmeister beschäftigen sich überwiegend mit der wirtschaftlichen und finanziellen Situation aller Fusionspartner. Das sind die laufenden und die geplanten Haushalte, die Jahresabschlüsse, die Bilanzen mit ihren Werten und allen potenziellen Risiken, die sich aus dem Wirtschaftsbetrieb der Kirchengemeinden ergeben könnten. Beispiele sind der Zustand der Immobilien und die Frage nach der Höhe notwendiger Instandhaltung oder auch die Finanzierung des Betriebs von Kindertagesstätten. Drittens die Identität. Wir wissen, dass ein großer Teil von Projekten daran scheitert, dass die kulturellen Grundlagen von Kirchengemeinden sehr unterschiedlich sind und dass es während eines Fusionsprozesses nicht gelingt, diese kulturellen Unterschiede als Chance für ein 1 plus 1 gleich 3 zu begreifen. Aber dieses Change Management ist von großer Bedeutung für den Erfolg. Und hier muss bei den Verantwortlichen der Kirchengemeinden ein starker Fokus auf die gemeinsame Konvergenz in der Gemeindearbeit gelegt werden. Viertens die Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation. Dort liegt das Marketing für die neue Zusammenarbeit
und für die Projektergebnisse. Und es geht dabei um eine gute Kommunikation sowohl nach innen als auch nach außen. Was können Sie über die zeitliche Struktur sagen? Unsere Erfahrung lautet, es gibt 5 Phasen. In der ersten Phase der Annäherung zwischen Kirchengemeinden werden erste Synergieeffekte identifiziert. Bei uns war es zum Beispiel die gemeinsame Konfirmandenarbeit. Und dabei werden die Vorteile einer Zusammenarbeit entdeckt. Es werden freundschaftliche Kontakte ausgebaut. Bei gemeinsamen Treffen der Presbyterien, in gegenseitigen Einladungen zu Projekten, zu Gottesdiensten, zu Veranstaltungen haben wir den Wunsch nach einem Zusammenwachsen entdeckt. Soweit die erste Phase. An ihrem Ende beschließen die Kirchengemeinden ihren gemeinsamen Fusionsprozess. Der erste Meilenstein ist erreicht. Jetzt beginnt die eigentliche Projektarbeit mit der Vorbereitungsphase. In jeder Projektarbeit werden wesentliche Teile der Arbeit vor dem abschließenden Projektauftrag erledigt. Alle Themen werden schon intensiv angearbeitet, um mögliche Komplikationen aufzudecken und Lösungswege aufzuzeigen. Wenn hier Klarheit herrscht und die beteiligten Kirchengemeinden weiterhin von der Fusion überzeugt sind, gibt es einen weiteren Meilenstein, den Beschluss zum Projektauftrag. Damit ist der Fusionsprozess gut auf den Weg gebracht. In der jetzt folgenden dritten Phase, der Arbeitsphase, werden alle Projektthemen abgeschlossen und zur Beschlussreife entwickelt. Es gibt hier viele handwerkliche Arbeiten zu tun. Details zu den neuen Grenzen müssen ausgearbeitet werden, Listen erstellt, Beschlusstexte formuliert oder auch Gemeindeversammlungen zur Namensfindung abgehalten werden. Wir in Lohmar waren Anfang Juni so weit, dass wir parallel in unseren 3 Presbyteriumssitzungen die finalen Beschlüsse mit den Anträgen zur Genehmigung an den Kreis- und Synodalvorstand und die Landeskirche stellen konnten. Somit hatten wir termingerecht den 3. Meilenstein erreicht. Mit Einreichung der Beschlüsse bei der Landeskirche beginnt die 4. Phase, die Genehmigungsphase. Es ist eine spannende Phase, weil manchmal auch noch neue Aspekte auftauchen, die dann zeitnah nachgearbeitet werden müssen. Im Oktober, also nach ca. 3 Monaten, erreichte uns dann die Nachricht, dass die Fusion genehmigt worden war. Bereits während der Genehmigungsphase laufen natürlich vor Ort die Arbeiten weiter. Identität, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation sind Dauerbrenner. Und in unserem Fall war es jetzt auch höchste Zeit für die erste gemeinsame Haushaltsplanung. Die Arbeit am Thema Identitätsstiftung läuft auf Hochtouren, zum Beispiel durch Arbeitsgruppen zur neuen Gemeindekonzeption. Wir stecken also ganz konkret in der 5. Phase, der Umsetzungsphase. Diese endet nach Abschluss der wesentlichsten Arbeiten mit der Etablierung eines neuen verantwortlichen Presbyteriums und der Auflösung der Projektstrukturen. Da schließt sich der Kreis. Entstanden ist die neue evangelische Emmauskirchengemeinde Lohmar. Zum Schluss, wie lauten die 3 wichtigsten Hinweise für Kirchengemeinden, die über eine Fusion nachdenken? Das ist echt machbar. Alle fachlichen Themen sind im Regelfall lösbar. Zweitens, mit unseren Unterstützungshinweisen, den Tools und einer funktionsfähigen Projektstruktur haben Sie den Prozess insgesamt gut im Griff. Damit schaffen Sie Raum für eine erfolgreiche Gestaltung Ihrer neuen Kirchengemeinde und der Arbeit mit den Menschen vor Ort. Und drittens, wir haben im EKIP-Portal bzw. auf der Seite der Gemeindeberatung alle wichtigen Unterstützungsmittel zusammengestellt. Diese Medien können dann auch gleich zur eigenen Plattform für die Projektarbeit, den Datenaustausch und insbesondere zur Dokumentation der Arbeitsergebnisse verwendet werden. Im Sinne einer selbstlernenden Organisation freuen wir uns über Ihr Feedback und weitere Impulse, um diese Hilfsmittel zu ergänzen. Viel Erfolg!